Und einen schönen guten Morgen wieder zum Bautagebuch im Zen Garden Paraguay. Ja, die Woche hat sich wirklich einiges getan und ich freue mich richtig, Ihnen das gleich zu zeigen. Ja, machen wir wieder einen kleinen Spaziergang über die Baustelle. Hier sieht man zum Beispiel, rechts und links sind die Säulen für den Haupteinfahrt im Zen-Garden sind fertig. Es war auch diese Woche bereits der Schlosser da, der die Größen der Tore, der drei, also für die Haupteinfahrt, für die Einfahrt in den Gartenbereich und auch für die Personen, also die normale Türe, abgemessen haben, damit er auf Maß die Tore machen kann. Ja. Hier das Mauerstück, das Zwischenstück zwischen Haupteinfahrt und dem Personeneingang, fertig verputzt. Oben die Moldura muss noch hübsch gemacht werden, ganz klar, aber dann ist auch der Teil bereit, angemalt zu werden. Ja, und hier, da hat sich sehr viel getan. Das Haus und das Hausmeisterhäuschen und der Schuppen. Also, im Haus selber, Sie sehen es, wurde bereits verputzt und also die Außenwand verputzt, rechts und links, also die Wand zum späteren Empfang und auch das Bad ist noch nicht verputzt, das kommt kommende Woche noch, aber man sieht es hier unten sehr schön, die Rohre sind verlegt worden und hier an der Seite kann man es auch nochmal schön erkennen, das heißt alle Rohre und Anschlüsse sind im Bad vorhanden, ich gehe mal rein, dann sieht man das auch, mal hier die Rohre für die Dusche, hier dahinter für die Toilette und hier fürs Waschbecken. Hier die Rohre, die dann zum Warmwasserboiler, der unterm Dach ist, führen. Und ja, hier, warum ist hier zum Beispiel noch in der Wand was aufgeschlagen? Hier kommt noch eine Stromleitung rein für das Licht überm Waschbecken. Ja, schauen wir uns weiter um und hier das Ereignis der Woche. Ja, mit dem Dach für die Holzhütte wurde angefangen und man sieht es hier schön, es ist natürlich noch nicht ganz fertig, aber überwiegend, also die eine Seite ist fertig und auf der anderen sind schon zwei Bahnen verlegt und nächste Woche werden die restlichen zwei Bahnen auf dem Dach verlegt und auch noch natürlich das Dach für das Bad gemacht. Sie sehen auch übrigens da einen Stuhl, den habe ich mitgebracht, da ist auch die Drohne drauf und Wasser. Und ich bin natürlich ganz froh, dass es das mittlerweile gibt. Es ist nämlich ganz bequem, sich da in den Schatten zu setzen. Grund ist nämlich, im Hintergrund hört man es vielleicht, bei unserer Pflanzenkläranlage wird heute Samstag, haben wir ein paar Arbeiter gefragt, ob sie sich was extra verdienen wollen, wird nämlich das Pflanzenbecken wird mit Kies und Erde aufgefüllt, ebenso wie es sein muss. Und im Hintergrund hört man vielleicht, dass der Kies eben von den 3-4 Arbeitern, die das machen wollten, dann jetzt eben auch mit der Schaufel in das Becken gefüllt wird. Ja, auch hier wieder alles verputzt. Und ja, das ist eigentlich der Stand, den hatten wir auch letzte Woche, da hat sich nicht viel getan. Wie gesagt, die große Veränderung, jetzt gehe ich hier mal einen Schritt vor, ist das Dach. Hier sieht man es nochmal schön. Ja, und hier sieht man auch übrigens nochmal sehr schön den Höhenunterschied. Das heißt, das Holzhaus, der Holzschuppen und auch das Hausmeisterhäuschen ist auf dem gleichen Level wie die gesamte Anlage, also wo die Häuser später stehen werden und der Pool. Nur eben der Zen-Garden ist etwas abschüssig. Wie gesagt, das ganze Gelände ist etwas abschüssig. Und wie gesagt, hier im Garten selber haben wir uns entschieden, werden wir nicht ausgleichen, sondern werden die Schräge lassen. Haben ja auch die Mauer dementsprechend dazu angepasst. Grund ist ganz einfach, dass das Regenwasser dann hier eben schön ablaufen kann. Ja, jetzt gehe ich mal raus und schaue, was sich hier noch getan hat. Ich weiß, dass hier auch weiter verputzt wurde. Ja, hier sieht man schön, die Mauer ist komplett fertig. Und auch hier der Teil der Mauer, das ist die Außenseite. Hier sieht man es nochmal schön, hier ist das Dach und hier ist die Außenseite vom Hausmeisterhäuschen, von der Holzhütte, alles fertig verputzt, genau wie auch das Zwischenstück hier hinten zwischen also Personeneingang und dem späteren Haupteingang zum Zen-Garden. Ja, was sieht man noch?
Man sieht hier auch sehr schön, das wurde auch die Woche gemacht, der spätere Gehweg. Also hier wurde bereits Erde aufgefüllt. Das wird noch ein bisschen mehr. Man sieht hier auch sehr schön beim Personeneingang die Schwelle. Das heißt, hier kommt natürlich eine kleine Treppe hin. Und bis zur Höhe dieser Schwelle wird hier auch die Erde aufgefüllt. Hier unten wird dann eben der Gehweg auch gemacht. Und das wurde eben alles vorbereitet. Das sieht man sehr schön. Hier der Gehweg. Und rechts die Erde, wie angefangen wurde, sie aufzuschütten. Wie gesagt, das Aufschütten der Erde, da kommt noch ein bisschen mehr Erde hin und danach wird begrünt. Aber generell die Idee, man sieht es ganz klar, Gehweg, ja etwa, was ist es denn, 1,20 Meter oder sowas. Und rechts dann die aufgeschüttete Erde. Ja, und das eben natürlich auf der gesamten Länge des Zen-Gartens. Ja, soweit diese Woche der Rundgang, der Update, das Bautagebuch. Ich freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder vorbeischauen. Bleiben Sie neugierig und Ihr Zen-Garden-Team Paraguay. Bis nächste Woche. Tschüss.